Was geht? Ich habe vor ein paar Wochen dieses Projekt hier gedreht. Und in diesem Video möchte ich dir erklären, warum es so wichtig ist, freie Projekte zu drehen und ja, wie ich das Ganze überhaupt produziert habe. Fangen wir mit der Produktion von dem Ganzen an. Also ich habe schon länger im Kopf gehabt, mal wieder ein neues freies Projekt zu drehen. Ich habe Anfang des Jahres einfach gemerkt, dass mir Projekte in meinem Portfolio fehlen, die ich halt ja auch wirklich da haben möchte, sag ich mal so. Mitte August habe ich meinen Canyon Grizzle bekommen, was ich mir ein halbes Jahr zuvor bestellt hatte. Und bin mega zufrieden mit dem Bike. Wir haben auch gerade letztes Wochenende eine Bikepacking-Tour gemacht damit. 340 Kilometer durch Holland. Hat richtig Spaß gemacht. Darüber kam dann auch der Kontakt zu Maxi zustande. Also wir sind eine Gruppe von fünf Leuten, die immer wieder zusammen Rad fahren. Und Maxi hat sich dann irgendwann das Canyon Ultimate geholt. Irgendwann hat es dann einfach gepasst und ich dachte, okay, da habe ich jetzt richtig Bock, eine Spec-Commercial drüber zu drehen. Und ja, so kam dieses Video zustande. Wie jedes andere Video auch, es war viel Planung. Ich habe alles in Milanote ausführlich geplant. Jede einzelne Sequenz, jede Szene, teilweise sogar die Shots runtergebrochen. Ich wollte vom Vibe her einfach etwas Dunkleres haben, aber auch irgendwas, was auf die Performance und die Leichtigkeit von diesem Fahrrad abzielt. Es ist ja schließlich ein Rennrad. Und ja, da kam mir irgendwie die Feuerwehr in den Sinn. Zum einen, weil das Rad rot ist. Und ja, irgendwie Feuerwehr ist auch, die Perform auch immer. Es hat für mich einfach so diese Stimmung passt einfach dazu. Ehe ich mich versehen habe, habe ich ein Feuerwehrauto organisiert und wir haben echt richtig geile Shots damit gemacht. Da sind unter anderem mit meine Lieblingsshots dabei, zum Beispiel der hier. Insgesamt bestand die Produktion aus ungefähr 5 Drehtagen. Also zum einen einmal mit der Feuerwehr bei blauer Stunde, goldener Stunde. Wir haben immer versucht, um diese Zeit zu drehen. Die Produktaufnahmen, die ich unbedingt haben wollte, da hätte ich auch gerne diese beiden Lichter hier gehabt. Die Astera Titan Tubes, sehr, sehr geile Lichter. Hatte ich gestern für ein Projekt oder für einen Kundenauftrag, hätte ich gern gehabt. Aber mein freies Projekt war leider Zero Budget. Deswegen, wir haben das Beste daraus gemacht und ich glaube, dafür kann ich sehen lassen. Dann natürlich Fahrtaufnahmen, Aufnahmen in der Stadt. Ja, wir waren meistens abends unterwegs. Für den Schnitt habe ich dann auch nochmal ein paar Tage gebraucht. Aber so im Großen und Ganzen waren das, ja, vielleicht 5 volle Produktionstage. Hört sich vielleicht viel an, ist es aber gar nicht unbedingt. Dafür, dass wir alles selbst gemacht haben, ich nicht groß Hilfe dabei hatte. Meine Kumpels haben mir geholfen, also auch nochmal vielen Dank dafür, falls ihr das jetzt seht. So haben wir mal mit dem Freundeskreis eine Spec-Commercial gedreht. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Also es sitzt sehr, sehr schön in meinem Portfolio, auf meiner Webseite, auf meinen Social-Media-Kanälen, auch hier. Der Launch war erfolgreich. Es haben für meine Verhältnisse auf dem Channel zumindest viele Menschen gesehen. Und das wird ein Ding sein, was lange in meinem Portfolio bleiben wird. Es sei denn, ich ersetze es nochmal. Und dafür ist das Ganze auch gut. Und deswegen möchte ich das auch nochmal gezielt auf den Punkt Portfolioarbeiten zurückkommen. Denn wie schon anfangs erwähnt, war ich nicht so ganz zufrieden mit meinem Portfolio. Und das lag hauptsächlich daran, dass ich viele Kundenprojekte drin habe. Das ist an sich nicht schlecht, aber bei Kundenprojekten ist es nun mal oft so, dass man nicht den kompletten kreativen Freiraum hat. Und den sollte man haben, weil im Portfolio sollten Sachen sein, für die du in Zukunft gebucht werden möchtest. Und deswegen sind freie Projekte so wichtig. Klar, es gibt Kundenprojekte, die sind super geil und die können auch im Portfolio sitzen. Das ist ja auch super schön, aber es ist auch so, dass es bei vielen halt nicht so ist. Bei den anderen Projekten kann man dann halt wirklich zeigen, was man kann, ohne dass jemand einem sagt, was man da machen soll. Ich möchte jetzt ganz am Schluss noch auf meine, ja, ich mag das Wort nicht, aber Learnings, auf meine, ja, Erfahrungen und auch Tipps eingehen, die ich von diesem speziellen freien Projekt mitgenommen habe. Das wäre zum einen, dass man sehr viel Zeit mitbringen muss. Allein die Planung. Die Planung ist der wichtigste Punkt von dem Ganzen. Wie gesagt, ich habe das alles in Milanote gut durchgeplant. Ich blende das hier bestimmt mal zwischendrin ein. Habe halt viel, ja, Research betrieben, um zu gucken, was kann man machen, was machen andere. Ich kann dafür Vimeo sehr empfehlen, weil da wirklich die großen Produktionsfirmen auch ihre Portfolios sitzen haben. Und das hat mir einfach sehr geholfen, das Ganze dann auch vernünftig umzusetzen. Der zweite Tipp wäre, dass man sich doch ein Budget einplant. Wie schon gesagt, bei diesem Video war kein Budget eingeplant.
Und es ist gut, wie es ist. Ich hätte aber zum Beispiel gern diese beiden Lichter hier gehabt. Beziehungsweise ich habe 8 davon gerade. Ich habe nur 2 hier. Aber die hätten das Video nochmal extrem aufgewertet. Oder zum Beispiel noch ein anderes Studio dazu. Dass ich das nicht hätte bei mir drehen müssen, weil mein Studio halt zum Beispiel keine Hohlkehle hat oder sowas. Also dass man da trotzdem gut was einplant und das dann auch richtig nutzt, weil wie gesagt, das ist eine Portfolioarbeit, da willst du wirklich zeigen, was du kannst. Das werde ich bei den nächsten auf jeden Fall machen und da freue ich mich auch schon drauf. Aber das nehme ich so aus diesem Projekt mit. Ein Punkt noch, den ich vorher vergessen habe, und zwar, du machst das Ganze natürlich, es soll dir Spaß machen. Es soll ein Projekt sein, was dir Spaß macht. Du sollst daraus viel lernen, das habe ich aus diesem Projekt auch. Ich habe extrem viel wieder daraus gelernt. Viel gelernt, was mir nicht gefällt, was ich nicht machen möchte und welche Richtung ich dann doch gehen möchte. Und das war für mich auch extrem wichtig. Dann auch sehr wichtig ist, damit das auch Ganze funktioniert. Es ist einmal die Planung, die Idee, die Umsetzung, die Produktion. Aber dann muss auch der Launch passen. Dazu werde ich nochmal ein separates Video machen. Ich habe jetzt 2 Projekte gelauncht in den letzten Wochen. Und beide sind eigentlich, finde ich, recht erfolgreich gelauncht. Ich bin danach ein paar Prinzipien einfach gegangen, damit der Launch auch passt. Und nicht, dass von jetzt auf gleich das Projekt gepostet wird, ohne jeglichen Kontext. Man muss die Leute auch irgendwie anteasern, aber dazu demnächst mehr. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus diesem kurzen Video mitnehmen. Und ja, wie gesagt, macht eure eigenen Projekte. Jetzt ist bald Winter. Macht ein Winterprojekt. Indoor kann man jetzt viel machen. Produktvideos. Was auch immer ihr machen möchtet, in welche Richtung ihr auch immer gehen möchtet. Aber denkt daran, es sollten die Sachen sein, für die ihr später gebucht werden wollt. Zumindest, wenn ihr es beruflich macht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.